Emo und Max, Zeitverlust, so wie es aussieht, verhindert heute. Trotz eines Sturzes, ungefähr 7 vor Schluss im Kreisverkehr. Vielleicht könnt ihr den erstmal schildern, wie ihr den erlebt habt. Ja, in dem Moment wollte mich Max eigentlich gerade nach vorne fahren. Und da waren wir rechts außen auf dem Weg nach vorne. Das sah ganz gut aus. Da ist neben uns jemand gestürzt. Das sah eigentlich so aus, wie wenn man da gerade noch vorbeikommt am Sturz. Aber vorne haben sich dann auch noch welche aufgehängt und ich bin dann über die drüber gefallen. Ja, dann haben meine Teamkollegen zum Glück gewartet und ja, sind ja doch einige gelegen und wir konnten das doch noch zufahren. Verletzung irgendwie, wenn du gelegen hast? Na, ich bin relativ weich auf jemanden draufgefallen. Von dem her ist mir nicht viel passiert zum Glück, so wie es aussieht. Und ja, ich bin einfach froh, dass wir keinen großen Zeitverlust erhalten haben und schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Max, du bist gerade noch durchgekommen, hast nicht gelegen, hast dann gewartet. Ziemlich hektische Situation dann, da kannst du auch nochmal schildern. Ja, natürlich, Sturz im Finale. Da ist es dann erstmal wieder einen Überblick bekommen, wer ist weg, wer liegt. Es kommen Leute hinterher, die Lücken, manche sind direkt hinterm Feld, manche sind weit weg. Ich habe dann die Anweisung bekommen, dass ich warten soll, weil Emo halt weg war. Zum Glück war das Movistar-Team auch hinten. So konnten wir zusammen die Lücke recht schnell schließen. Nichtsdestotrotz war es dann natürlich ein super hartes Finale, weil es dann gleich auf die letzten 3 Kilometer ging und da natürlich keiner mehr rausnimmt. Jetzt noch ein paar Worte zu dem Anstieg hier hinten. Also im Roadbook steht, es sind 17% maximal. Stimmt das so oder ist das sogar noch steiler? Ich bin beim Hochlaufen, es war schwierig. Ja, also 17% würde ich sagen, auf jeden Fall schon sehr steil. Gerade da es davor auch schon ein bisschen hoch geht und man schon, eigentlich hat man schlecht ist, wenn man hier reinfährt, dann tut er schon ordentlich weh. Vergleichbar mit Hui, du bist letztes Jahr beim Flash relativ weit vorne da hochgefahren. Ist es vergleichbar? Es ist auch ein sehr harter Anstieg, ist schon noch anders zu fahren als Hui. Ich vermute so, in der Spitze ist ja so steil wie Hui, diese Kehre, die man da fährt. Also mir hat es auf jeden Fall wehgetan beim Hochlaufen. Holt euch gut und ja, ich glaube, dritter Gesamt seid ihr jetzt erstmal mit Memo, weil Gödü hat auf jeden Fall Zeit verloren. Viel Spaß heute Abend. Danke.